Bei der alljährlichen Spendenaktion der Sterneapotheke wurde letztes Jahr für ein neues Kinder- und Spielhäuschen gesammelt, welches im Garten des Mütterhauses in Dessau-Süd gebaut werden sollte. Da es bisher nur wenig Spielmöglichkeiten für die Kinder gab, war es eine riesige Erleichterung für Maria Mattke, der Leiterin des Mütterhauses, dass sie bei ihrer Idee eines Spielhäuschens unterstützt wurde. Ich hatte so ein Spielehäuschen schon länger im Kopf, aber wie gesagt, wir hatten bisher einfach nicht die finanziellen Mittel, um das umzusetzen, weil wir haben so einen riesengroßen Garten und leider relativ wenig Spielmöglichkeit für die Kinder, wo sie sich auch ein bisschen austoben und ausprobieren können. Und als die Frau Patzer an mich herantrat, dass sie das vorhaben, hatte ich dann sofort diese Idee, dass wir die jetzt endlich umsetzen können und einfach für unsere Kinder ein Häuschen bauen, wo sie eben wirklich reinlaufen, reinkrabbeln können, Kaffee trinken können, malen können. Durch die schönen großen Fenster ist ja drin auch Platz. Und das hat uns einfach die Sache immens erleichtert und natürlich auch konnten wir es dann umsetzen, als wir dann das Geld dann auch in der Hand hatten. Mit dem Spendengeld von insgesamt 730 Euro konnte dieses Projekt gestartet werden. Die Leitung hatte dabei die ehemalige Praktikantin Christine Lauke, die im zweiten Ausbildungsjahr zur Erzieherin ist. Die Bauarbeiten haben etwa einen Monat lang angedauert. So wurde gehämmert und gemalert. Auch die beiden jungen Mütter Vanessa und Melanie, die zurzeit das Mütterhaus bewohnen, haben mitgeholfen. Alle zeigten sich begeistert von dem fertigen Häuschen. Über das wohnende Mütterhaus informierte Maria Mattke. Wir sind eine große Mädchen-WG mit Kindern. Das ist so, wie gesagt, wir sind ja ein Einfamilienhaus und jedes Mädchen bewohnt ein Zimmer mit seinem Kind. Und dann gibt es noch Gemeinschaftsräume. Wie gesagt, auf jeder Etage ist dann noch ein Bad, was die Mädchen in Ordnung halten müssen. Dann haben wir noch ein großes Spielzimmer, was auch ein Projekt einer Praktikantin war. Wie gesagt, hier unten das Wohnzimmer, das war auch ein Projekt einer Praktikantin. Also ist auch alles nachhaltig gewesen. Und wie gesagt, es gibt feste Tagesstrukturen. Das heißt, die Muttis müssen früh bei Zeiten aufstehen, ihre Kinder fertig machen, zur Schule gehen, dann nach der Schule die Kinder abholen. Dann haben sie hier noch Haushaltspflichten. Und dann ist eigentlich der Tag wirklich ausgefüllt. Und zweimal in der Woche machen wir nachmittags noch eine Stunde eine Spielerunde, wo praktisch die Muttis auch Hilfestellung von den Mitarbeitern bekommen, wie sie mit ihren Kindern spielen können oder die Kinder dabei bei dem Spiel auch fördern können. Und so ist im Prinzip im Gro der Tagesablauf bei uns. Das bunte Häuschen aus Holz bekam den passenden Namen Mäusehotel und wurde nach der Einweihung sofort von den Kindern neugierig erforscht. Nun gibt es einen wunderbaren Platz, an dem sich die Kinder austoben und ausprobieren können.